Dieser unnormale Programmierer, Vitali, hat einfach ein Video hochgeladen, wo er sagt, Fliegenfischen, ne? Fliegenfischen wäre mal eine geile Idee. Hier, so stelle ich mir das vor. Und wenig später sagt er, ja, erstmal downloaden. Hier ist das schon mal live. Also so halbwegs. Flyfishing. Hier hast du eine fette Fliegenrute, 18 Kilo, löbt. Hier drei verschiedene Schnüre. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ich sehe noch keinen Unterschied. Nur die Farbe. Und drei verschiedene Rollen. 18 Kilo nehme ich natürlich auch. Und vier verschiedene Fliegen. Keine Ahnung, was hier steht. Aber ist auch gar nicht wichtig, weil man sieht ja, was es ist. Sieht so ein bisschen aus wie eine Biene, sieht aus wie ein Grashüpfer. Sieht aus wie eine Fliege. Alter, Leute. Fliegenfischen. Und was auch im letzten Video schon zu sehen war vom Vitali. Das Boot. Das Boot. Das Boot hat einfach ein bisschen mehr PS. Oh. Ah, und doch nicht. Es ruckelt immer noch ein bisschen. Aber es ist schon... Es ist schon ein bisschen smoother. Okay, aber ist noch ausbaufähig. Wir fahren natürlich mit dem Boot direkt zum Fliegenfischen. So geil. Beim letzten Mal konnte man es noch nicht. Mach mal einen Motor aus, Alten. Yes! Und man kann es. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Für sämtliche Spots, für sämtliche Gewässer. Für sämtliche Gewässer. Und ihr wisst, wie riesengroß die Gewässer sind. In der Ukraine zum Beispiel. Ein wahnsinnig riesengroßes Gewässer, wovon man bisher nur diesen Uferrand ja erst gesehen hat. Leck mich fett, Alter. Okay, da vorne kommen jetzt so langsam die Steine. Da sind noch mehr von den Stromschnellen. Bisschen noch hochbrettern hier, Stückchen noch. Es ist immer noch wahnsinnig schwierig. Alter, hier springen die Fische schon. Anker setzen. Zack, Anker hängt. Und nun erstmal die Route ausrüsten. Fliegenrute, Fliegenrolle, Fliegenschnur, Fliegenvorfach. Okay, fangen wir mit der kleinsten Fliege an. 2 Gramm, 3 Gramm, 4 Gramm, 6 Gramm. Bauen wir uns, baggern wir uns hier schön Stück für Stück hoch. Leute, ab geht es. Mücken schon wieder hier. Alter. Okay, krass leuchtende Schnur, finde ich aber gut. Finde ich schon gut. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man? Zuppelt man so ein bisschen rum? Er hat im Video einfach ein bisschen, glaube ich, rechte Maustaste gedrückt. Wobei, das ist jetzt hier... Zack. Der Köder kommt auf mich zu. Ich muss gerade Schnur... Kurbel, 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 Kurbel. Ist automatisch auf 14 eingestellt. Okay, ist was Kleines. Ist was Kleines. Wobei ich mir, ja, europäische Esche, bisschen zu klein, schmeißen wir wieder rein. Wobei ich mir das natürlich auch gut vorstellen kann, einfach laufen zu lassen, ne? Einfach wird momentan hier auch noch so ein bisschen wie so ein Boilie angezeigt. Ist auch noch nicht fertig. Egal, aber es funktioniert, das ist ja wichtig.
Ich glaube, so eine Animation wäre geil. Es reicht ja, wenn du beim Auswerfen. Es reicht ja, wenn er dann quasi diese Wurfanimation macht. Und dann geht das Ding raus. So als. Ne, so für den Swag. Einfach nur, damit sich das gut anfühlt. Da haben wir doch erstmal was hier. Auf die Nassfliege. Und ich glaube, es ist sogar eine Lachsforelle. Zielfisch! Trout. Jawohl, ey. Wenn ich das richtig verstanden habe, bei den Patch Notes war das so, dass man nur in dem Shop hier in Finnland dieses Equipment kaufen kann. Wenn ich das richtig gelesen habe. Bla bla bla, Veränderung, Shop Finnland. Werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Ich hatte schon vorher mal den Eindruck, dass man die ein oder andere Rolle zum Beispiel auch nicht überall bekommt. Finde ich von der Idee her nicht schlecht. Also, dass man da sagt, okay, es gibt einfach nicht alles überall. Kann ich mit leben. Warum auch nicht? Ja, Mann. Neuer Test. Schwimmen lassen. Biss. Alles klar. Woohoo! Oh boy! Oh boy! Oh boy! Ich glaube, es wird wahnsinnig schwierig. Es müsste ja jetzt diese Handbewegung kommen. Der Griff hier vorne in diesen. Ich greife da schon selber hin. Hier vorne in diesen Bereich, in die Sehne rein quasi. Und das Ranziehen des Fisches. Das ist, glaube ich, nicht umsetzbar. Fertig. Ich glaube. Sexy! Komm ran. Alter, das ist knapp unter Trophy. Das ist knapp unter Trophy. Da geht noch ein bisschen mehr. Zack. Und wieder die Lachsforelle. 2 Kilo, auch wieder schön. 100 XP, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ein Fisch geht noch rein. Huch. Leck mich fett, Alter. Yeah, Baby. Oh, ja. Alter. Hoffentlich kein Timen, sondern noch eine Lachsforelle. Alter, da hätte ich Bock drauf. Neue Trophy, neuer Rekordfisch, das wäre gut, ey. Ich glaube, ich gehe doch nochmal eine Stufe runter bei der Bremse. Bin ich doch ein bisschen Schisser. Und? Alter, das... Alter, was bist du denn? Arctic Char. Maybe. Ja, Arctic Char. Oh ja. Ja, 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 ja. Aber auch schön. Bam, 10 Kilo, ey. Schönes Ding. Chris, ja. Die Stimmung ist geil. Es ist optisch richtig schön gemacht, finde ich. Es könnte... Zum Teil habe ich den Eindruck, es könnten... So ein bisschen wie der Kontrast ein bisschen hochgesetzt werden. Insgesamt. Aber vielleicht kann man das irgendwie noch... Vielleicht kann man das irgendwie noch regeln. Warte mal. Alter, jetzt wird's tricky. Jetzt gehen wir mal hier in Stream. Farbkorrektur. So müsste es gehen. Genau, mit Filter, ja. Das ist im 0-Komma-Bereich, ey. 0-Komma-Bereich.
Okay, es ist, wenn ich das jetzt zu dem vergleiche, wie ich es sehe, auch die Sonne zum Beispiel. Es ist bei mir auf dem Monitor ein größerer innerer Shiny-Effekt. Bei euch müsste er jetzt ein bisschen kompakter sein. Es ist weniger milchig. Es ist so ein leicht milchiger Schimmer ja drin. Und bei euch ist es einfach ein bisschen satter von den Farben. Alter, übelst der Heck. Jetzt passt die Farbe übrigens auch irgendwie völlig, ne? Jetzt ist es so ein normales, sattes Orange. Quasi wie hier auf der Rolle abgebildet. Und abends war das dann doch schon... Ah, guck mal, hier hat einer 9,89 Kilo Unique Red Feather... Oh, Rapfen. Bei Fischer. Wo ist der Miguel? Hier, Miguel. Jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus, Alter. Und ich wollte es auch noch. Mit der Fliege. Siehst du, die Rapfen auf Fliege, Alter. Er hat es noch geschafft, ey. Alter, der Miguel. Jetzt hat er nur noch 2 Trophies. Ah, doch, hier 3. Whitefish hat er auch noch. Alter. Wenn der wieder online kommt, ey. Sein heiliger Fisch. Da geht noch ein bisschen mehr hier, ey. So, ich kann ja wieder hochdrehen. 17,1, 16,9. Bam. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Ja, aber so sollte es eigentlich irgendwie sein, ne? Auftreffen, vielleicht ein bisschen treiben lassen, bis. Und dann einfach wieder reinziehen und neu, ey. Oh, das ist nochmal eine... Oh ja, so schön gekrümmt. Das ist noch so ein Viech. Nochmal in dick, ey. Geile Sache. Next Trophy maybe. Wow. Das wäre mir aber gerade ein bisschen zu knapp. Yes. Next Trophy. Here I am. 6-7. Bitches. Yes. Schön, ey. Sehr, sehr schön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Aber hatte ich eh schon. Als, hatte ich eh schon die Trophy da drin. Genau, aber einfach nochmal erhöht. Einfach nochmal erhöht ist gut. Und das Wichtige, zack, fette Kohle. 360 hat die letzte gebracht. Bringt richtig Silber, ey. Ein 6 Kilo Fisch mit so viel Silber. Mega geil, ey. Oh boy, ey, noch so ein Ding. Noch so ein Teil. Ah, na gut, 2. Aber damit ist der Kescher voll. Bam, ich bin echt gespannt. Oh mein Gott, doch, hier ist die Trophy noch. Ich wollte gerade sagen, wo ist die Trophy? Okay, jetzt bin ich gespannt. Was bringt es an Kohle? Ah! 1348. Mashallah. 687 Large Trout. Easy. Easy. Kratsching.